Fortan jagte ein Termin den nächsten. Während der Studiozeit gab man Interviews und hielt Besprechungen ab, welche dann auch voll in die Entwicklung ihrer ersten DVD Killer integriert Sag mal, wurden. Farin, was für Interviews haben wir denn da so gegeben? Ja, das war ganz interessant. Und zwar kam da ein blond gefärbter Fanclubleiter immer wieder vorbei und wollte mit uns über das Buch reden. Jeden Tag. Every fucking day. Wollen wir das mal nachstellen, wie das war? Ja, das war so. Boah, super Song eingespielt, oder? Ein ja, super Song genau. eingespielt. Jungs, wow, ich muss nochmal auf 1984 zurückkommen, am 13. April. Was habt ihr da gemacht? Geatmet wahrscheinlich. Nein, ich brauch das genauer. Das muss alles im Buch stehen. Ganz ja, genau. Das muss ich haben für die Fans. Die wollen das genau wissen. Ich war auf der Toilette mit meiner Mutter. Bela, leist mir 100 Mark. Ich brauche Heroin. Nein, Farin, ich rede gerade. Meine Katze bumst nur mit mir, wenn ich ihr vorher Heroin gebe. Ihr seht schon, Markus Karg wächst eine unsichtbare Eselsmütze. Es wurden in derselben Nacht übrigens von Jörg Buttgereit die entsprechenden Fotos gemacht. Aber das Heft erschien nie. Damit sind auch die Aktfotos von Bela bis heute ungehobene Schätze geblieben. Ich kann dazu sagen, dass ich irgendwann die Negative von diesen Fotos von Hagen überreicht bekommen habe, nachdem er Bassist bei den Ärzten war. Also du hast die? Ich besitze sie. Darf ich dich besuchen? Den ungehobenen Schatz. Schatz. Du meinst zu einer kleinen Dia-Show? Wann kommen die Negative ins Internet? Also sobald ich sie habe. Im Moment liegen sie in meinem Keller. Die können gar nicht in deinem Keller liegen. Blöd, Mann. Wetten das? Du hast gar keinen Keller. Du hast mir die gegeben, Edge Badge. Ja. Als wir im Keller waren, mein Darkroom. Dein Darkroom habe ich zubetoniert. Das war kein Beton, das war mein Kot. Aha, weißer Kot. Deswegen schmeckt er dir auch besser. Seit wann kommt Kot aus deinem P-Mail? Reicht! Bela fragte beide von ihm anvisierten Musiker. Jesus, ob sie Interesse hätten, bei den Ärzten mitzuwirken. Punkt. Von vornherein war er allerdings überzeugt, dass der ruhigere Hagen besser zu Farin passen würde. Nach Querelen mit Sani hatte dies oberste Priorität. Und da kommen schon die ersten Pinkler wieder. Ja, Applaus! Wie das? Du wirkst entspannt, und zwar sehr, ist deine Blase endlich leer. Komm jetzt wieder zu mir her, und dann lese ich für dich, Chérie. Leere Blasen, glückliche Nieren, lass mich doch mal bitte probieren. Leere Blasen? Hm. Leerblasen? Was? Was mit Blasen? Blasen? Komm. Das gefällt euch, oder? Schmutzfink. Blasen! Nieren! Kommt irgendwie nicht so an. Eingeweide! Ja, 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 der Schlappe wow. Wenigstens ein richtiger Hardcore-Fan ist hier. Fatih, du bist umsonst reingekommen. Jetzt ja. Blamier mich nicht.